Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eggladon zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, um genau zu sein. Ja, und damit wären wir im nächsten Part angekommen. Ich habe gerade die Konsole so ein bisschen an einer improvisierten Vorrichtung aufgestellt, damit das hier nicht so sehr verrutscht. Ich hoffe, das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Naja, und verrutscht nicht so sehr. Auf geht's, hier hinein. Na dann, wir haben hier einen Termin mit dem lieben Geologen. Oder nicht? Hier waren wir doch stehen geblieben, oder? Es ist lange her, dass ich das nicht mehr gespielt habe. Andersrum. Es ist lange her, dass ich das gespielt habe. Offenbar habe ich es euch zu verdanken, dass mein Assistent wieder zurück ist. Tausend Dank hier als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Zwergenfee erhält Aerodactylonit. Aerodactylonit wurde in der Itemstasche verstaut. Ich hatte vergessen, dass ich das bei meiner letzten Ausgrabung ebenfalls zutage geführt hatte. Das Pokémon Aerodactyl lässt sich übrigens aus diesem Altbernstein wieder zurückverwandeln. Auf Altbernstein stößt man gelegentlich, wenn man Felsen mit Hilfe von Zertrümmerer ein zwei schlägt. Ah, okay. Und hier können wir die entwickeln lassen. Die Aerodactyls. Ich beschäftige mich hier mit der Forschung von Pokémon-Fossilen. Du bist ja ein Fossil. Du besitzt ja ein Fossil. Oh, da habe ich mich verlesen. Soll ich es in ein Pokémon zurückverwandeln? Ja, mach mal. Alles klar, dann werde ich dieses Kieferfossil für dich in ein Pokémon zurückverwandeln. Ich bin gespannt. Das Fossil, das du mir anvertraut hast, ist wieder zu einem Pokémon geworden. Genau gesagt, zu einem Belgoras. Sei bitte immer gut zu ihm. Belgoras wurde in die Box 1 geschickt. So viel zu sei immer gut zu ihm. Das beginnt ja schon sehr gut. Ich habe doch ein Aerodactyl bekommen, oder? Ah, okay. Ein Aerodactylonit. Ja gut. Das hilft mir jetzt wenig weiter. Na gut. Holen wir uns das mal aus der Box. Ich glaube, ja, das wäre schon ganz gut. Ja, man muss erstmal ein Team wieder kennenlernen. So lange haben wir das nicht mehr gespielt. Na denn. Auf geht's. Hier entlang. Ist unser Team eigentlich gut geheilt? Ja, ist gut geheilt. Alle topfit. Können wir los. Oh, ein Carpador. Eine goldene Statue eines Carpadors. Was für eine Verschwendung. Grüß dich, weitgereister Trainer. Dir steht der Sinn gewiss auch danach, Pokémon zu angeln. Um dich mit ihnen anzufreunden, nicht? Weißt du was? Hier, ich gebe dir ein Angeln von mir. Ich, alter Angelverrückter, habe nämlich schon mehr von den Dingern, als ich je brauchen werde. Okay. Dann gehe ich mal angeln. Zwangfee erhält Angeln. Angel wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Ein Angel ist schon was Tolles. Dann will ich dir auch mal erklären, wie man sie benutzt. Zuallererst musst du dich auf das jeweilige Gewässer ausrichten und die Angel auswerfen. Drücke auf den A-Knopf, sobald Ausrufezeichen über deinem Block erscheinen.
Da stand bestimmt nicht Block. Aber gut. Die Gangheit der Pokémon kannst du dir entweder in einem Kampf vorknüpfen oder du kannst versuchen, sie mit einem Pokéball einzufangen. Okay. Haben wir ein neues Hobby gefunden, was wir jetzt auch betreiben können, wenn Artikel 13 durchgesetzt wird. Ja, so sieht's aus. In der Tat. Jo, ein kleiner Spaß am Rande. Route 8. So spaßig ist es gar nicht. Aber gut. Na denn. Auf dem Strandweg entlang. Oh, da war schon die erste Trainerin. Ich wusste es. Auf das Itemradar ist eben Verlass. Damit findet man Items. Ganz fix, selbst wenn sie es. Wenn sie für das bloße Auge eigentlich nicht sichtbar sind. Solltest du ruhig auch mal einsehen. Vielleicht findest du einsetzen, steht da. Vielleicht findest du ja sogar den ein oder anderen Schatz. Itemradar bekommen. Itemradar wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Die Bedienung des Itemsradars ist ganz einfach. Je näher du an einem in der Erde verborgenen Item bist, desto stärker reagieren die Antennen und führen dich so schließlich zu ihm. An der Stelle, wo die Strahlen ein großes Kreuz bilden, befindet sich das jeweilige Item. Funktioniert wie bei einer Wünschroute. Mit einem Itemradar ist man also quasi sowas wie die moderne Version eines Wünschroutengängers. Ach, okay, willst du nicht kämpfen, willst du nur uns ein Item schenken, aber die will kämpfen. Ich bin ja eigentlich nicht Schwimmerin, aber mein Team gibt mir Auftrieb. Na dann, kämpfen wir gegen Schwimmerin Simone, eine Schönheit. Im Pokémon Gelb in der ersten Generation waren das immer die Schönheiten, die sind immer Schönheit. Sonst was, oder? War doch so. So muss man wieder lernen, was mein Pokémon-Team so alles kann. Haben wir vernachlässigt, das ist okay. Habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt in diesem Part, aber ja, gut. Feenbrise. Na, was bringt das? Nicht sehr viel. Am Rankenhieb, das ist doch Pflanze gegen Wasser. Das muss doch was bringen. So, na dann, momentan ist das noch nicht so effektiv, ja, da wurde Lea besiegt, testen wir doch gleich das neue Pokémon aus, was das so kann, das neue Teammitglied, Balgoras, na dann. Wie wäre es denn mit Biss? Ja, das ist aktuell seine einzige sinnvolle Attacke. Tarnstein hätte es noch, aber ja gut. Das muss noch ein bisschen trainiert werden, das Balgoras. Können wir dem mal einen Namen geben? Tja. Schaut erstmal nicht so danach aus. Konfusion! Na komm, lass dich nicht von einem Enton besiegen. So. Balgoras ist verwirrt und verletzt sich selbst. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Abracadabra. Ich sagte, du lässt dich doch nicht von einem Enton besiegen. Scheinbar tut es das. So ein Mist. Na komm. Was für ein Schwachkopf. Balgoras wurde von einem Enton besiegt. Dazu so viel. Los, Zwergina, du bist dran. So, Zwergina. Schlecker. Schleck es ab. Okay. So. Bankrott gegangene Einkaufskette. Schlecker. Auf geht's. Psa.
Sack. Ja, das ist nicht sehr effektiv, wie wir auch schon gesehen haben. Ich versuche es trotzdem weiterhin verzweifelt. Bei einem Kampf gegen einen Anton. Ja. Das wird sein. Na komm, mach schon was. Na komm, das wirst du doch wohin kriegen. Ein Relaxo gegen ein Anton. Es wird doch machbar sein. Das ist doch jetzt, das ist doch, so schwer kann das doch nicht sein. Na komm. Ah, die erlimmt ihre Verwirrung. Selbstverletzungstrank. Warum zerstören die sich eigentlich immer selbst, wenn sie verletzt sind? Das ist doch... Das macht doch keiner, das ist doch nicht realistisch. Das ist... Du bist zu verwirrt, gehst in der Gegend rum. Haust dich einfach mal selbst. So Anton halt den Schnabel. Ja, dich besiegen, Anton. Und zack, na komm, mach dem Ganzen ein Ende. Jo. Sehr gut, Simone besiegt. Sagte, ich kann gar nicht schwimmen, also lass mich nicht so untergehen. Zwergfliege gewinnt 336. Pokémon Dollar geht sie aus dem Kampf gegen Schwimmerin Simone hervor. Ja, so. Weiter geht's. Lauter Bikini-Leute am Strand von Relevia City. Okay, da brechen wir gleich in das erste Haus ein. Hallöchen. Wenn man ein Pokémon mit einem Item ausstattet und es anschließend mit einem Freund tauscht, macht man ihm damit ein zusätzliches Geschenk. Ach was. Es gibt übrigens auch Pokémon, die sich bei Mimiktausch mit Freunden entwickeln. Na denn. Leider habe ich keine Freunde. Nee, Spaß. Aber es ist gerade niemand da, der mit mir, der auch gerade Pokémon Y spielt und mit mir ein Pokémon tauschen kann. Manche Pokémon mögen sahnig Süßes, andere sind Freunde intensiver Düfte und Aromen. Na denn. Tja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Alles klar, dann wollen wir mal weiter. So. Was ist mit dir? Der Generator dieser Stadt ist auf dem Hügel zu finden. Bei dem Fahrradrennen mag ich vielleicht gegen ihn verloren haben, aber dafür versuche ich jetzt mit Pokémon kämpfen mein Glück. Okay, gegen mich will scheinbar nicht kämpfen. Beutel. Was ich suchte, war ein Fahrrad, aber ich habe keins. Ja, so sieht's aus. Da werden wir vielleicht in dieser Stadt eines finden. Na dann. Die Global Trade Station oder kurz GTS ermöglicht es dir, über das Internet mit Trainern auf der ganzen Welt Pokémon zu tauschen. Wenn das Tool überhaupt noch aktiviert ist in Pokémon Y. Denn jeder gibt Pokémon bei der GTS ab. Viel Spaß beim Durchsuchen all der Pokémon, die andere Spieler darin zum Tausch anbieten. Falls man die Online-Funktion in diesem Spiel überhaupt noch nutzen kann. Darf, soll. Hey, hör dir das mal an. Solange du den Namen eines Pokémon kennst, kannst du in der GTS nach ihm suchen, indem du seinen Namen eingibst, selbst wenn du es doch nicht gesehen hast. Ach so, das Ding war das. Ah, okay, verstehe. Das habe ich in Erinnerung. Da konnte man dann irgendwie, also am Anfang war das noch ganz cool. Da gab es dann noch halbwegs faire Tausches. Aber dann konntest du, aber später hast du dann der Pokémon drin gehabt. Oh, hier ist ja der Fahrradladen, da bekommt man irgendwann einmal ein Fahrrad. Aber erstmal ins Pokémon Center. Ja, also anfangs konnte man dann noch gute Täusche machen, aber jetzt vielleicht noch schlimmer, aber
Später wurde es dann so, da konntest du dir deinen Carpador gegen einen Arceus tauschen oder ein. Ja, dann musste es halt unmögliche Einsätze geben, um ein kleines Pokémon zu bekommen. Also wenn du zum Beispiel einen Shinux haben wolltest, musstest du irgendwie ein Dialga Level 100 abgeben. Es waren solche. Ja, es war dann irgendwie nicht mehr zu gebrauchen. Wofür sollen wir jetzt Trinkgeld geben? Och, was soll's. Gib mal ein bisschen Trinkgeld. Dafür, dass er die Geschichte erzählt hat. Okay. Da endlos schien die Nacht zu sein. Junge Carlos war gekommen. Als junger Kehlen jammervolles Schreien beim Gevatter Todes Siegeszug vernommen. Den Opfern jenes grimmen Krieges, Pokémon und Menschen zusammen, die ihr ach so junges Leben genießen. Mögen Tränen tiefer Trauer fließen, um sie ehren und uns zu mahnen. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Nö. Nicht dafür. Für diesen himmelschreienden Bullshit. Pokémon derselben Art können durchaus unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dem habe ich ja schon was gegeben. Ich bin bereit. Ich habe nämlich jede Menge Tränke am Start. Es ist Zeit, den Arena-Leiter herauszufordern. Na warte, Lino. Jetzt komme ich. Okay, hier können wir auch mal ein paar Tränke kaufen. Oder haben wir noch genug? Supertrank. Ja, können wir uns mal leisten. Haben wir erst zwei. Geld haben wir ein bisschen was. So. Superb. Haben wir auch Beleber? Nein, das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ein paar Superbälle wären auch nicht schlecht. Naja, nicht gleich 43, aber 7 vielleicht. Super. Na dann. Damit kann man arbeiten. Alles klar. Und wer lungert hier noch so rum? Ich hätte einen Vorschlag. Was hältst du davon? Ein Hibiskus von dir gegen einen Stalus von mir zu tauschen. Gar nicht so schlecht, aber ich habe leider keins. Ich verstehe. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Okay, hier ist die Umkleide. Alles klar. Auch erkundet. Und weiter geht's ins nächste Haus. Da haben wir ein Maril. Hallöchen. Na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für dein Flabby? Ja, los geht's. Da sag ich doch nicht nein. Na fein, das reimt sich. Dann will ich gleich mal loslegen. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat nun etwas mehr Zutrauen zu dir. Na, das kann man noch gebrauchen. Ein kleines Kitty in seinem Schlafzimmer. Wir platzen natürlich rein und stören es. Eine Massage öffnet die Türen zu den Herzen der Pokémon. Da mögen sie einen gleich viel mehr. Ja. Alles klar. Auch das mal gesehen. Na dann weiter die Stadt erkunden. Ja, mein Fahrrad laden. Willkommen, immer schön hereinspaziert. Na, das nenne ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.000 und erster Kunde. Wärst du die Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Ach, schade. Da du nur knapp an diesem tollen Gewinn vorbeigeschraubt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du die folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du noch ein Fahrrad. Ja, genau so muss das betont werden. Noch ein Fahrrad? Ich habe ja noch keins. Also hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Natürlich nicht. Da hinten stehen zwar grüne, blaue und gelbe, aber nein, gibt es nur in einer Farbe. Richtig. Ich bin mir sicher, das Fahrrad wird bei dir in besten Händen sein. Liebst Fahrräder, ja.
Augenscheinlich. Welche Farbe darf es denn sein? Hättest du lieber ein gelbes oder ein grünes Fahrrad? Ja. Die Auswahl ist jetzt nicht gerade optimal, aber... Ich hätte gerne ein rotes, aber... Oder ein schwarzes, aber... Naja. Überlege es dir gut, du kannst es nämlich nicht umtauschen. Na, dann nehme ich doch gelb. Ein gelbes Fahrrad. Toll. Viel Spaß beim Rumdüsen in der Carlos-Region. Zwergfürst. Zwergvieh erhält Fahrrad. Fahrrad wurde in der Basis-Item-Starship erstaunt. Na denn. Mit den Leuten reden wir nicht, oder was? Doch, tun wir. Ich will noch einmal mit allen Leuten reden, die hier einkaufen. Glaubst du, dann wird es noch schneller, wenn man mit Rollerskates an den Füßen auf sein Fahrrad steigt? Nee, man könnte sich ordentlich hinpacken. Man könnte ordentlich auf die Schnauze fallen. Das könnte schwierig werden, das Fahren mit Rollerskates. Fahrräder und Rollerskates haben beide etwas für sich. So viel steht fest. Aber das Fahrrad ist besser. Schneller und besser. Steigen wir gleich mal auf. Ist registriert. Und mit Y können wir jetzt aufs Fahrrad steigen. Hui! Hoch. Ja, okay, ich wollte da noch ein bisschen weiterfahren, aber gut. Was machst du denn hier? Das Fahrradrennen ist bereits gelaufen. Ich habe übrigens den ersten Platz gemacht. Tut mir leid, dass du es verpasst hast. Hier, du kriegst trotzdem von mir als Trost die VM-Stärke. Wenn du eines deiner Pokémon davon Gebrauch machen lässt, kannst du fortan große Felsen bereits beiseite schieben, die dir im Weg stehen. 2M4 ist das Item VM04-Stärke. VM04 wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Um die Attacke außerhalb der Kämpfe anzuwenden, brauchst du allerdings erst meinen Arena-Orden. Ich warte in der Pokémon-Arena auf dich. Schau einfach vorbei, falls du Lust hast. Mach ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich im nächsten Part. Aber erstmal werden wir hier noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Warte, da war noch was. Puh. Okay, da kommen wir nicht so leicht hoch. Da müssen wir erstmal weiter rumfahren. Hui, Parpentine hier rum. Das ist eine Höhle. Puh. Ja, da war das Item. Parpentinen, so heißen die doch, diese Dinger. Oh, ein Zubatnest. Da bin ich sofort wieder raus. Ja, da bin ich raus. Ein Zubatnest. Nein, danke. Ach, verdammt. Da muss ich, glaube ich, ohne Fahrrad hoch. Kling, kling. Okay, mein Fahrrad muss trotzdem bis dahin. So, Item. Ah, verdammt. Na komm. Das kriegen wir wohl nicht hin. Oh, der untere Bildschirm meldet sich zu Wort. Beantworte hier. Oh, da hat's weg. Da war's weg. Fragen sollte ich beantworten. Na komm. Sagte. Ich will das Item haben. X-Spezial. Mhm. Dafür war die Mühe wert, oder was? So ein Mist. Und hinunter. Hui! Hey, nicht im Weg rumstehen. Das ist zwar ein... Oh, da ist ein Item. Da glitzert doch was. Das Wasser schlägt Wellen. Okay. Hier ist die Route, da geht's lang. Nice. Okay. Hier lang, oder was? Hey, ich hab mich verfahren. Uha. Jetzt bin ich direkt in ein Haus reingefahren. Das arme Haus. Oh, ein Klamottenladen. Na, da müssen wir mal rein. Klamottenladen. Hier wird eingekauft. Ein Mini-Parker. Was haben wir da noch? Streifen-Tanktop. Ein Pokéball-T-Shirt. Na, das sieht doch gut aus, oder? Mini-Parker hier für den Strand. Ein bisschen Geld haben wir noch. Na denn. Probieren wir es mal an. Na komm.
Das kann man, glaube ich, auch in der Umkleidekabine machen. Ja, so schaut's aus. No, super. Okay. Kann ich das noch ändern? Du vielleicht? Ja, ich weiß ja nicht. Gut. Gewöhnungsbedürftig, aber wir können es ja mal testen. Getragen. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber ja. Wir kommen ja noch später zu einem anderen Laden. Uha. So viel habe ich gekauft. Naja, dann. Das hat aber viel gekostet. Okay, noch diese Fashion-Mütze dazu kaufen. Dann sieht sie richtig seltsam aus. Naja. Das muss ich mir mal von nahen angucken. Was doch. Na. Ja, gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Puh, ja. So viel im Strand. Fürs warme Wetter. Ja. Ist mal ein bisschen was Gewagteres als dieses Rock-Outfit, das die ganze Zeit hier trage. Mit meinem weiblichen Charakter. Okay, was haben wir hier? Tipps für Trainer. Okay. Pokémon-Schule ist? Nein, das ist ein Hotel. Herzlich willkommen im Hotel Reliviereria. Das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. So. Die Bibliothek gibt es hier. Ein paar Bücher. Ich habe schon so eine Ahnung, was ich da hier finden werde. Wen ich hier finden werde. Na. So. Hey! So sieht man sich wieder. Wie läuft's als Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort und die Urkraft in Wert hinaus. Ich frage dich besser mal nur zur Sicherheit. Soll ich die Urkraft erklären? Nein. Hey, alles klar. Du weißt eben Bescheid, alles aus. In diesem Sinne empfange meine Kraft. Wer Miteinander? Mr. Miteinander hat dir die Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Kaufkraft Level 1 benutzen. Na super. Kaufkraft erhöht nach einem Kampf dein erhaltenes Preisgeld. Denk dran. Du kannst das PSS auf die Urkraft zugreifen. Und in diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja wieder. Da hat man den seltsamen Mann mit seiner Urkraft wieder. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Na dann, habe ich den Part schon überzogen oder ist der lang genug? Naja, ich würde mal sagen, haben wir hier ein bisschen was gemacht im heutigen Part. Und es schaut wohl so aus, als ob es im nächsten Part genau hier weitergeht. Da ist die Arena, nächste Pokémon-Arena. Lohnen wir uns noch das Item X-Abwehr? Ja, sehr nützlich. Dafür hat sich der Umweg gelohnt. Nicht. Na dann, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr in dem Zwingfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Oder im nächsten Part von Pokémon Y. Bis dahin, habt noch eine angenehme Zeit und man sieht sich. Bis dahin, ciao, ciao. We'll be right back.